So, kleines Update. Ich bin noch nicht so weit gefahren. Man muss sich dran gewöhnen, dass der, also dass das Navi zwischendurch mal wirklich auf die Landstraße will, dann kurz über die Brücke und direkt wieder abbiegen will. Das ist natürlich für manche Autofahrer nicht sichtbar, ne? Also ich glaube, wenn ich nochmal einen Fahrradanhänger baue, kommen auf jeden Fall Blinker dran. Auch wenn es nicht, sag ich mal, erlaubt ist, ne? Und jetzt kann man das mal schön sehen. Ich bleibe jetzt mal hier stehen. So, und jetzt bin ich hier auf dem landwirtschaftlichen Weg, Fahrradweg. Und hier hinten ist der Campingplatz, den wir hinten vom Wald gesehen haben. Das heißt, wenn ich weitere Wege fahre, werde ich auf jeden Fall mit Navi fahren. Das ist um einiges leichter. Weil er hat ja die ganzen, ich nehme an, dass Bosch mit Komoot zusammenarbeitet und hat ja die ganzen Fahrradwege drin. Ne? Das ist natürlich viel besser als da hinten das ganze Geschotter und quer durch. Ne? Ich bin ja komplett durch den ganzen Wald gefahren. Ne? Und das ist echt super. Ne? Naja, ich fahre jetzt mal weiter. Ich frage mal hinten was am Campingplatz nach und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich hoffe, ihr könnt sehen, eine Bahnstrecke mitten durch den Wald. Ja, ich denke mal, die wurde wahrscheinlich stillgelegt, ne? Naja, okay. Hier ist die offizielle Route. Ich fahre immer jetzt noch durch den Wald. Ich wollte hinten über die Schnellstraße jetzt nicht fahren. Ja, das war mal eine Strecke. Eine alte Bahnstrecke. So, da wollte ich nicht drüber fahren, weil man hört es ja, Autobahn, Schnellstraße. Ich gucke jetzt mal, dass ich weiter hier dem Navi folge. Und dann werden wir gleich sehen, wo ich rauskomme. Ich denke mal, ich fahre jetzt Richtung Heimat wieder. Aber es ist echt mal was anderes als die Fahrradwege, die ich sonst gefahren bin. Ist echt, ja, wirklich was anderes. Ne? Weil das ist wirklich hier offizieller Fahrradweg. Der geht hier mitten durch den Wald. Aber ja, haben wir sowas auch schon mal erlebt. Quasi folge ich jetzt dieser alten Bahnstrecke. Und mal gucken, für was die war. Keine Ahnung. Naja gut, ich folge mal dem Navi weiter und melde mich dann, wenn ich irgendwo wieder rauskomme aus dem Wald. Aber ist eigentlich mal eine ganz gute Übung. Weil wer weiß, wenn man weiter weg fährt, wo man dann lang fährt. Ne? Naja. Bis gleich. So, ich bin jetzt immer noch auf dem Fahrradweg hier. Also rechts und links ist Stadt. Es ist Siegburg. Kenne ich auch. Aber diesen Fahrradweg habe ich noch nie gesehen. Ne? Das ist echt genial. Ne? Ich fahre jetzt hinter den ganzen Häusern, Geschäften entlang. Hier. Da wäre ich ja mit dem Navi gar nicht hergefahren. Ne? Aber das ist echt genial. Ne? Geht immer hier so in Stücke. Da muss man die Straße queren. So, und fahr dann jetzt immer Stück für Stück hier durch. Naja, ihr seht es dann auf dem Zeitraffer.
So, für dich ist es immer nur ganz kurz, aber für mich war es jetzt eine halbe Stunde Fahrt. Bin jetzt aus der Innenstadt raus und habe schon wieder ein bisschen Schotterpiste hinter mir. Wo man sich dran gewöhnen muss, ist mit dem Navi. Ich nehme an, dass die ganzen Daten aus Komoot kommen, dass er wirklich mich um eine ganz große Kreuzung rumgeleitet hat. Ne? Das heißt, ich bin teilweise hinterm Gebäude gefahren, um dass das Navi verhindert, dass ich mitten über die große Kreuzung muss. Ne? Oder eine Schnellstraße oder sonstiges. Da muss man sich wirklich dran gewöhnen. Aber ansonsten fährt sich das mit der Navigations-App ganz gut. Ich kann es natürlich jetzt auch mit Komoot verknüpfen, aber ich habe ja damit noch keine Touren gemacht, deswegen lasse ich es und verlasse mich jetzt erstmal auf das Navi, so wie es halt jetzt im Moment ist. Ne? Ja, aber diesen Fahrradweg, der quasi mitten durch Siegburg geht, hätte ich sonst nicht, hätte ich nie gefahren, glaube ich. Auch früher nicht, wo ich da als Jugendlicher rumgefahren bin. Diesen Fahrradweg kenne ich nicht. Irgendwie kriege ich immer hin, in schwierigen Situationen die Kamera in der Hand zu haben. Ne? Jetzt ging es gerade ordentlich steil den Berg runter. So ist das halt. Ne? Ja, da muss man sich auf jeden Fall dran gewöhnen mit der Navigation, weil man fährt dann wirklich nicht auf einem Fußgängerweg oder so, sondern was auch wirklich ein Radfahrweg ist. Kannst du ja mal drunter schreiben, wenn das bei Komoot genauso ist. Ich habe ja noch nie damit navigiert. Ich war ja immer hier in einem Umfeld und habe damit noch nie so richtig navigiert. Ne? Meistens habe ich immer auf Google geguckt und passt schon. Aber das kann ich ja jetzt nicht mehr so einfach mit dem Fahrradwohnwagen dran. Dann kam mir noch eine Frau entgegen. Schöne Grüße, wenn du das siehst. Die, entweder hat sie mich erkannt, ich weiß es nicht. Ich habe hier nicht so einen großen Kanal und hat mich, ich weiß nicht, kam direkt an, ja, da hinten kann man drinnen schlafen, sage ich, richtig. Ne? Also das Ganze schreitet voran, aber ich denke auch, umso mehr das voranschreitet, umso eher wird nachher wahrscheinlich auch irgendwelche Gesetze wieder da reingeflitscht. Ne? Bloß nicht falsch verstehen, aber ich habe halt die Befürchtung, dass man sonst irgendwann damit ein Kennzeichen braucht. Ne? Weil das nimmt ja jetzt immer mehr Trend und irgendwann ist natürlich dann, wird der Gesetzgeber auch drauf aufmerksam. Ne? Auf sowas. Und noch ist das Gesetz ja veraltet für einen Fahrradanhänger. Aber naja, wir gucken einfach, wir warten einfach ab. Natürlich wäre das ein schönes Fortbewegungsmittel, weil es gibt ja auch wahrscheinlich demnächst, oder gibt es schon solche Velomobile, solche richtigen Fahrradautos. Ich weiß nicht, wie man sie genau nennt. Ich habe sie schon ein paar Mal gesehen auf YouTube. Und das, denke ich mal, wird für die Innenstadt wahrscheinlich die Zukunft sein. Ne? Dann hatte ich noch jemanden getroffen. Es gibt ja immer solche, die es etwas kritischer sehen und solche, die es etwas lockerer sehen. Und er kam halt dann zu mir an, wo ich euch gerade eben den Campingplatz gezeigt habe und hatte mich da angesprochen. Schöne Grüße an dich, wenn du es siehst. Aber da wollte ich jetzt auch mal ein Wort zu verlieren. Er kam halt an, was auch voll in Ordnung ist. Ne? Jeder sieht es halt aus einer anderen Sicht. Und er meinte halt, ja, wenn man damit ja einen Unfall hat, dann wird man ja in den Knast kommen. Boah, Leute, ey. Ne? Ich verstehe es. Die anderen sehen es so, die anderen sehen es so. Aber es muss ja jeder selber wissen. Es muss jeder für sich selber wissen, was man macht, wie man was macht. Und. Dann wird bemängelt, der Ding hat keine Blinker, die Kanten sind zu scharf, das wäre ja gar nicht zugelassen und so. Ich bin dann nachher gefahren, wenn mir dazu blöd ist. Das Ding zählt als Fahrradanhänger. Und klar, ne, aber ich sag mal so, ich mache ja die Touren, um auch ein bisschen Spaß zu haben. Klar, Kritik ist kein Thema. Aber wenn man dann versucht, jemanden das komplett schlecht zu reden, naja, ich weiß nicht.
So ist es, ich fahre noch ein paar Kilometer. Ja, da bin ich wieder und es soll eigentlich gar nicht so kritisch auf dem Kanal gehen. Wir sind ja hier, um Spaß zu haben, um einfach mal zu gucken. Und davon lasse ich mir jetzt die Stimmung nicht vermiesen. Wenn es einer kritisch sieht, dann sieht das halt kritisch, ne? Dann ist es halt so. Aber da muss man sich nochmal informieren, wie das Ganze aussieht. Aber man findet halt kaum was, ne? Naja, egal. Ich denke mal, ich befinde mich jetzt hier auf einem schönen Weg und dann mal gucken, wo ich herfahre. Ich denke mal, ich werde jetzt noch einige Kilometer fahren und dann gucken wir einfach mal. Ich weiß, heute ist irgendwie, ja, irgendwie die Luft draußen, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Mal, dass ich gleich hier eine schöne Stelle finde, wo ich ein bisschen Pause machen kann. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich wollte mich auch noch mal melden. Du siehst, ich habe den Fahrradwohnwagen nicht mehr dabei. Ich bin auf dem Nachhauseweg. Das hat damit zu tun, dass ich mich im Moment nicht so gut fühle. Ich weiß auch nicht, es war ja eben noch alles okay. Wo ich da durch den Wald gefahren bin und alles. Aber irgendwie ist es heute ab, ja, 13 Uhr oder was wir jetzt haben, ist es alles so ein bisschen bergab gegangen. Ich weiß auch nicht, wodurch. Und ich bin jetzt auf dem Rückweg. Deswegen habe ich dann für mich entschieden, die Tour jetzt abzubrechen. Weil es bringt nichts, wenn ich mich zu irgendwas zwinge, wenn es mir nicht so gut geht. Wir gucken jetzt mal gerade drauf. Ich habe jetzt 48 Kilometer gefahren. Fahrzeit ist 3 Stunden 12. Und ich habe noch 42% Akku. Und damit ist dann das Video beendet. Ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat. Und ja, so ist halt das Leben. Man kann sich ändern. Manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Und dann wünsche ich dir alles Gute. Bleib gesund.